Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Heute ist der Chewy mal kein Weihnachts-Chewy, denn ich möchte euch gerne das Paracord-Halsband zeigen, das wir jetzt ganz neu haben. Und da wünsche ich euch viel Spaß. Auf Facebook gibt es eine Seite, die heißt Mein Paracord. Und die liebe Lisa, der diese Seite gehört und auch der passende Shop dazu, die hat ein Adventsgewinnspiel, eine Adventsaktion momentan oder hatte sie auch und versteigert dort jeden Advent ein Paracord-Halsband auf Wunsch. Ich habe da mitgemacht und gedacht, probiere es einfach mal aus und ich hatte sogar Glück und habe das allererste Halsband gewonnen und zwar für den ersten Advent. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, außer natürlich ihr folgt mir schon auf Facebook und auf Instagram, zeige ich euch jetzt das Halsband. Und zwar ist es dieses hier. Ich habe es mir als Zugstock machen lassen und bin total begeistert. Ich konnte mir die Farben aussuchen, ich konnte mir das Muster aussuchen, ich konnte mir den Verschluss aussuchen und alles war gratis für mich durch dieses Gewinnspiel. Ich habe mich jetzt für die Farben Grün und Candy Cane, also Candy Cane ist dieses Rot-Weiß, entschieden und bin total glücklich. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich ein Zugstockhalsband genommen habe. Das hat einen ganz einfachen Grund und zwar hat der Chewy so eine Mordsmähne und da immer mit einem Klickverschluss zu arbeiten ist total grausam. Also erstens finde ich den irgendwann nicht mehr und zweitens ist es auch verdammt schwer, das Halsband dazu zu machen und da ist dieser Zugstopp einfach optimal, denn ich muss es einfach nur aufmachen, drüber zu, fertig. Da kann ich viel einklemmen, da finde ich auch schnell wieder das Halsband, da bin ich total glücklich. Mein Paracord von der lieben Lisa hat, wie schon gesagt, eine Facebook-Seite, aber auch eine Internetseite und einen Instagram-Account. Ich schreibe euch die ganzen Links natürlich unten in die Infobox. Ich bzw. auch die Lisa, wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr dort mal vorbeischauen würdet. Auf der Internetseite findet ihr ganz viele Modelle, die sie schon gemacht hat, genauso wie auf Facebook und auf Instagram. Da hat sie auch ganz tolle Bilder immer davon. Und ihr findet auf der Homepage auch noch die ganzen Preise. Ihr findet die ganzen Farben, die sie hat. Also sie hat eine Mordsauswahl. Es war super schwer, sich dafür zwei Farben zu entscheiden. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass sie nicht nur für Hunde Paracord macht, sondern auch für Pferde und für Menschen. Außerdem, was richtig, richtig cool ist, gerade für diejenigen, die noch nie ein Halsband selbst gemacht haben und es vielleicht mal ausprobieren möchten und sich jetzt total unsicher sind, wie viel Meter sie denn von einer Farbe brauchen. Es gibt auch Zubehörsets, die man sich kaufen kann. Und zwar für zum Beispiel jetzt dieses Single-Halsband. Da sind dann zwei Farben auf Wunsch drin, auf dem Meter genau. Und natürlich noch der passende Verschluss und alles drum und dran. Das ist extrem cool. Ich denke, das werde ich mir auch mal holen und dann selbst ein Paracord-Halsband ausprobieren zu machen. Neben dem schönen Halsband habe ich auch noch einen passenden Schlüsselanhänger dazu bekommen. Ebenfalls mit Grün und Candy Cane und dann diesen süßen Anhänger dazu, passend zur Weihnachtszeit. Diesen knuffigen Herzlolli und ein Herzbonbon und natürlich auch die Visitenkarte von ihr. Ich war total begeistert von der schnellen Kommunikation mit der Lisa. Ich habe, glaube ich, sonntags oder montags erfahren, dass ich dieses Halsband gewonnen habe. Ich habe sie gleich drauf angeschrieben, sie hat mir sofort zurückgeschrieben. Als ich dann die Farben wusste, das war ein Tag später, habe ich ihr die Farbkombination, die Art des Halsbandes, den Verschluss und natürlich den Halsumfang von Chewy durchgegeben. Und was soll ich sagen, nachmittags hat sie mir ein Bild von dem fertigen Halsband geschickt. Ich war so begeistert, das ging dermaßen schnell und ich glaube zwei Tage später war das Halsband dann auch schon bei uns. Das heißt, ich kann das eigentlich nur total empfehlen. Die Lisa ist super nett und macht richtig gute Arbeit. Ich muss auch sagen, beim Auspacken, das Paracord-Halsband hat überhaupt nicht gestunken. Das Material fühlt sich richtig gut an und es tut Chewy auch gar nicht weh. Er beschwert sich gar nicht. Ich bin super begeistert. Falls ihr jetzt also auch noch ein Weihnachtsgeschenk für
euren Hund bzw. vielleicht für Freunde sucht, kann ich euch diesen Shop einfach nur empfehlen. Ihr wollt jetzt sicherlich noch das Halsband am Chewy sehen, also man sieht es am Anfang noch, danach passiert das gleiche, was mit allen Halsbändern und Geschirren bei ihm passiert. Es wird vom Fell gefressen, aber ein bisschen was sieht man jetzt noch am Anfang und das wollte ich euch auch noch zeigen. Das Tolle an dem Halsband ist auch, dass die Farben nicht nur weihnachtlich sind, sondern auch die Farben von der Steiermark. Da bin ich total begeistert, denn meine Eltern wohnen in der Steiermark. Meine Mama kommt auch aus der Steiermark. Und ja, man kann es eigentlich auch das ganze Jahr über anziehen, nur zu Weihnachten sieht es besonders gut aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen dritten Advent. Und hoffen, dass ihr eine richtig schöne Zeit mit eurer Familie habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo ihr Lieben, ich bin's nochmal. Ich habe total vergessen, euch was zu fragen. Und zwar, ich bin nächstes Wochenende in München ohne Chewy und Jona. Und jetzt wollte ich mal wissen, ob es euch vielleicht interessieren würde, wenn ich dort ein bisschen vloggen würde und ein bisschen was zeigen würde über München und über mich, was ich denn dort mache. Wenn ja, dann schreibt es mir doch einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, ja, lasse ich es einfach bleiben. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann, ja, war es das jetzt mit dem Video. Macht's gut, tschüss.